Willkommen zurück zu Control. Wir sollen die Verstopfung beseitigen. Sind wir hier richtig? Nicht hundertprozentig, allerdings. Da oben ist es wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal einfach ein bisschen rum. Keine Lust, immer nur auf die Karte zu gaffen. Aber ich mach's trotzdem. Nein, da geht's in die andere Richtung. Hier muss es irgendwo so einen Nebenraum geben. Wie komme ich hier hoch? Da geht's hoch. Hier ist keine Tür irgendwo hin. Doch, hier ist eine Tür. Hello again, Mr. Clog. You really like yourself. Erstmal lesen. Wasserspenderprozedere, also noch ein Gegenstand. Kein besonderes Prozedere nötig. Sollte die Form des Objekts anders sein als die zuvor beobachteten, bitte eine Beschreibung der neuen Form verfassen. Die wahre Form und Erscheinung des Objekts ist unbekannt. Die folgenden Formen sind bisher festgehalten worden. Schlüsselring, Brotdose, Schraubenschlüssel, Mikroskop, Tacker, Brille, Poströhre, Löffel. Das ist cool. Das Objekt kann die physische Form von Gegenständen in unmittelbarer Nähe annehmen. Das Objekt kann sich in eingeschränkter Form bewegen und positioniert sich neu, wenn er die Form ändert. Dies tritt nur ein, wenn er unbeobachtet ist, sowohl physisch als auch digital. Deshalb konnte der Wechsel zwischen den Formen auch noch nicht beobachtet werden. Durch Rezitieren der Formeln 1.14 oder 1.32 kann das Objekt erkannt werden, da es zu zittern beginnt. Herkunft. Das Objekt wurde ursprünglich in der Behörde selbst entdeckt. Es ist jedoch unbekannt, ob ein Agent ihn hereinbrachte, absichtlich oder nicht, oder er vor Ankunft der Behörde im ältesten Haus bereits hier war. Ja, das kann natürlich sein. Oh, hallo. Ich hatte dich gar nicht gesehen, mein Freund. Lock controlled remotely. Ah, da ist ein Feld. Haben wir irgendwo eine Battery? Da ist eine Batterie. Okay, jetzt sind die Türen offen. Wahnsinn. Das Ding hier ist abgeschlossen. Sonst noch was? Nein. Kann ich auf den schießen von hier? Nein. Vermutlich nicht. Jetzt müsste hier... Ah, nein. Wo ist der Schalter? Ah, hier... Brauche ich noch eine Batterie? Wo habe ich denn jetzt die andere Batterie hingefeuert? Ich verstehe. Ey. Rein da. Was zum... Ah, hier ist die Pumpe. Okay, jetzt. Jetzt funktioniert's. Ebenso. Ich hab's jetzt wirklich zurückgeschlagen. Okay. Da war definitiv was Gutes dabei. Holy crap.
Würgendes Schmettergeschoss. Und Stich. Okay. Ich sehe schon, wir sollten definitiv mehr für den Arty tun, weil da kriegen wir definitiv cooles Zeug raus. So, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt den Weg finden. In die Schwarzsteinmine. Das ist so ein unsichtbares Teil. Würde ich jetzt mal vom Klang her behaupten. Wo ist es denn? Da ist einer, Hallöchen. Das schießt hier noch, aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Jetzt haben wir das. Und wieder volles Leben, hat sich also gelohnt. So, jetzt. Wo sind wir? Bei den Kühlpumpen. Zurück zur Powerplant. Vielleicht können wir irgendwo hin schnell reisen, was in der Nähe liegt. Dieses Mal gehe ich nicht durch die falsche Tür, hoffentlich. Dash ist einfach cool. Können wir hier noch irgendwas tun eigentlich? Nein, okay. So, hier war der Kontrollpunkt. Lass ich mal gucken. Vier Fähigkeiten. Dann nehmen wir definitiv mehr Schaden durch Schleudern. Wir brauchen noch drei, dann kriegen wir noch einen Modplatz. Was ich hier gucken wollte, Waffenformen. Wir können nämlich den Dreh herstellen. So. Griff aufwerten. Für zwei Mod-Slots. Hallo, count me in. Ich möchte hier bitte den Griff. Hier nehmen wir mal den Dreh. Und hier nehmen wir den Griff. Sehr gut. Was ist das? Feuerrate. War bisher nicht so das Problem. Was haben wir hier? Energie, Munitionsrückgewinnung. Das schadet bestimmt nicht. So, dann Dreh. Munitionskosten pro Schuss. Das schadet, glaube ich, bei dem Ding nicht. Haben wir hier noch irgendwas Neues, Cooles bekommen? Übernehmgeschwindigkeit, die hilft uns nicht so wirklich. Was ist das? Weniger Kosten. Ich glaube, das passt so erstmal. So, schauen wir mal. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Atlaskammer, das klingt doch gut. Das hatte ich vorhin auf einem Schild gesehen. So. Jetzt. Und wir müssen allerdings wohin? Schwebende Taschen.
Central Maintenance. Okay, wir kamen hier hoch. Jawohl, wir kamen hier hoch. Entschuldigung. Ist jetzt die Frage, ging es hier irgendwo hin? Wie kam... Ja, jetzt. Jetzt kriegen wir es wieder hin. So, dann einmal hier durch. Da sind wieder die ganzen Toten. Fünf haben wir noch nicht. Den haben wir platt gemacht. Hoffe ich doch. Hat ja nur eine Folge länger gedauert. Ist hier noch was zu tun? Ich habe gar nicht richtig geschaut. Nur alles eingesammelt. Oh. Let's go. Aber es hat sich gelohnt. Weil wir haben ja für den Arti Dinge getan. Ist das vollautomatisch? Ja. Gut zu wissen. Go, go, go. Dieses Mal gehen wir nicht durch diese kleine Tür, sondern direkt dahin, wo wir hin sollen. Wobei die Tür wahrscheinlich zu ist. Außer wir können sie irgendwie permanent aufmachen. So, da ist noch ein Fahrstuhl. Ich mache jetzt den Fahrstuhl nicht. Und wir haben einen neuen Controller. Oh mein Gott. Hätte ich das doch vorhin gemacht. Flucht. Ich frage mich, ob es noch mehr Outfits gibt. Wo wir die herkriegen. Dem werfe ich jetzt besser den Kopf. Hallöchen. Material. Lesen. NSC. Der NSC wurde im Auftrag des stellvertretenden Leiters Strange entwickelt, kurz bevor er Direktor wurde. Der Behälter bietet eine sichere Methode, überschüssige Energie von Bla zu gewinnen, während es eine humane Methode ist, ihn unterzubringen. Die Kühlmittelpumpen verhindern, dass der Behälter und sein Bla überhitzt, während die Energie abgesaugt wird. Die Energie wird dann in Transformatoren geleitet, die sie unter Einsatz von Turbinengeneratoren in ein Bla wandelt. Der generierte Strom versorgt die gesamte Behörde, wodurch wir komplett autark und im Netz von New York nahezu unsichtbar sind. Nach Verschwinden von NSC-01 durch eine Manifestation der Kraft von Bla wurde der Insasse gefesselt und ein zweites Modell gebaut. NSC-2 verfügt über eingebaute Raumanker, die so konzipiert sind, dass sie eine translokative Wirkung auf den Insassen verhindern. Okay. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht angeguckt. There are areas in the oldest house where under the right conditions, when the frequencies match, other dimensions leak in. We call these areas thresholds. The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. That's where Blackrock comes from. Extra dimensional matter. It has the unique property of blocking out a lot of frequencies. A good thing. It keeps things stable, contained. Think of it as paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Blackrock line firebreaks are about. The panopticon. Ah, okay. Okay. Den Rest hatten wir gesehen.
Ein resonanzmutierter Zischer. Ach, das war dieser unsichtbare. Resonanzmutierte Zischeragenten können sich unsichtbar machen und eine erschütternde Explosion ausstoßen, wenn sie sich in der Nähe ihrer Ziele befinden. Spannenderweise kann der resonanzmutierte Zischer beide Fähigkeiten nicht gleichzeitig einsetzen. Er muss sich sichtbar machen, wenn er in die Offensive geht. Der resonanzmutierte Zischer ist einzigartig dahingehend, dass er eine paranatürliche Fähigkeit zeigt, die der Behörde zuvor unbekannt war. Er zapft vielleicht ein bisher unentdecktes Objekt der Macht an. Wie funktioniert diese Unsichtbarkeit? Wird der Resonanzmutierte vorübergehend zur Schwingung? Verwendet er die Resonanz, um Licht zu brechen? Die physische Deformation dieses besonderen Zischerwesens ist beachtenswert in ihrer Konsequenz. Ganz eindeutig wäre der menschliche Wirt durch so eine extreme Umformung gestorben. Was die Frage aufwirft, sind die Befallenen einfach wiederbelebte Leichen? Mit dem Lesen kommt man gar nicht hinterher, das ist so viel Zeug. Ei. Okay. Was zum Teufel? Explodiert einfach mal was. Kommen wir da rein? Nein, kommen wir nicht. Hier liegt noch was. Ventilator-Zusatzbemerkungen. Auszug aus offizieller innenbehördlicher Beschwerde. Das Phänomen Todesventilator ist in der Region in aller Munde. Seit Auslandsermittlungsbeamter Bla im Gespräch mit einem örtlichen Journalisten erklärte, dass elektrische Ventilatoren mit Geschwindigkeiten funktionieren, die aufgrund übermäßiger Luftverwirbelungen zum Erstickungstod führen können. What? Da unsere Behörde noch in den Kinderschuhen steckt, müssen wir Fehltritte vermeiden. Jegliche Information für die Öffentlichkeit muss eine logische, aber vage Erklärung bieten, die der Wahrnehmung unserer Welt als stabil und kontrolliert Nachdruck verleiht. Wir müssen vorsichtig vorgehen, vor allem in der zunehmend technisierten Welt, in der dank Radio und weiteren Innovationen Informationen mit ungeahnter Geschwindigkeit verbreitet werden können. Aus diesem Grund beharren wir darauf, dass unsere Abteilung jegliche Kommunikation mit öffentlichen Institutionen übernimmt. Hochachtungsvoll William S. Powers, Leiter der Abteilung für öffentliche Informationen und Ablenkungen. Erhalten am 28.07.54. Also da sieht man, die sind alt. So. Let me in. Ach stimmt, wir haben jetzt die 5. Okay, da geht's zur Quarry. Okay, da ist ein Shell-Tor. Shelter ist immer Material. Ich glaube, dann können wir in den Aufzug. Weil ich sehe, hier sonst nichts. Gotta get down the old fashioned way. Whoop. Whoop. I see you. Entschuldigung, ich sehe nicht viel. Immer schön in die Ecken gucken. Ich höre hier was. Wow, das ist ein Krater. Das ist schlecht. Okay, das ist cool, dass hier sogar eine Delle reinkommt, nur weil ich da runterspringe. Dann kann ich irgendwo landen, ohne mir das Genick zu brechen.
So grimmig. Könnten mal den Dreh ausprobieren. Gucken, ob wir den Dreh raus haben. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist das Männchen? Da. Ist gut, aber ich mag die Pistole irgendwie. Keine Ahnung. Das Handling von dem Ding ist cool. Wir müssen immer gucken, dass wir die Aufwertungssachen machen können. Noch Fähigkeiten? Nein, nur ein Punkt. Okay. Die sieht alles so kaputt aus. Jetzt geht er wahrscheinlich, wenn ich hochfahre. Machen wir aber erstmal nicht. Yo. Oh. Von Porn. Ich hab geschaut, aber ich hab die Schriftart nicht gefunden. Ich wollte es gerade sagen, ich hatte. Wow! Funk! Au! Don't do it. Wo? Wo bist du? Komm her, du. Alter. Versucht das Ding zu fangen. Geht mit euer Leben, ey. Okay. Alles wieder Knorke. Ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, bevor ich hier auf unmöglichste Art und Weise unterbrochen wurde, dass ich die Folgen versuche ein bisschen kürzer zu machen. Dadurch, dass es 4K ist, ist es immer so immens viel zum Hochladen. Deswegen versuche ich immer so 25 Minuten zu machen. Grob. Wollte ich nur erwähnen. Also nicht mehr 30 Minuten, sondern 25 Minuten. Sollte dem Ganzen keinen Abbruch tun. Was zu lesen? Was haben wir da? Ausrüstungsbestellung. Wir brauchen so schnell wie möglich neue Diamanttrennscheiben. Etwas mit gleichmäßigem Rand, um den sauberen Schnitt zu bekommen, den die Forschungsabteilung will. Aber dieses Schwarzsteinzeugs ist hart. Wir verbrauchen die Trennscheiben in einem Tempo, da kommt man mit dem Austausch gar nicht hinterher. Die Maße für die Schwarzsteinblöcke, die sie wollen, sind empörend. Für den Ärger, den sie mir verursachen, sollten diese verfluchten Brandschneisen besser wie am Schnürchen funktionieren. Verdopple besser die letzte Bestellung. Okay. Oh no! Komische Magnetkugel. Da gibt es bestimmt was zu holen. Wenn die da unten rumläuft. Ich gehe mal davon aus, sie kann nicht klettern. Daneben, wunderbar. Oh crap. Komm ich hier wieder hoch? Nein. Ich versuch's jetzt mal. Wer seid ihr denn? Bin nicht so sicher, wer ihr seid. Sah ein bisschen aus wie die Klicker aus The Last of Us. Und ich hasse die Klicker aus The Last of Us. Steinbruch, was? Vorfall? Steinbruch, Arbeitervorfall.
Ich habe gestern Abend David getroffen. Ich arbeitete spät im Steinbruch, als er hinter Schwarzstein hervorgestolpert kam. Sah echt übel aus. Ich rief sofort die Medizinabteilung an, er war halb verhungert. Er wurde seit 2 Wochen vermisst, daher war es wohl keine Überraschung. Während ich auf Hilfe wartete, erzählte er mir etwas über irgendwelche Schnitzereien, etwas über einen alten Baum. Ich konnte ihn nicht richtig verstehen. Als das medizinische Personal eintraf, brachten sie Sicherheitsmitarbeiter mit. Sie ergriffen David und schleppten ihn davon. Sie fragten mich ein paar Stunden lang darüber aus, was David mir erzählt hatte. Wie dem auch sei, ich weiß, dass du die nächste Schicht hast. Darum wollte ich es dir mitteilen. Er war dein Ehemann. Du hast das Recht, es zu erfahren. So wie sich die Sicherheitsmitarbeiter verhielten, also ich weiß nicht, ob du David noch einmal wiedersehen wirst. Es tut mir so leid, Linda. Verbrenne diese Nachricht, nachdem du sie gelesen hast. To burn after reading. Was zur Hölle? Ausrüstung? Achso, ja, wir haben ja hier was Neues. Schleudereffizienz. Okay, weniger Energiekosten, rein damit. Count me in. Hier was Neues? Ja. Munitionskosten pro Schuss. Okay, Missionen. Ja, da war das hier, die ist gleich vorbei. Ja, ich weiß nicht, der Dreh ist noch nicht so geil. Wir sind bei 26 Minuten. Kommen wir da rüber? Ja, okay. Dachte schon. Whoop. Oh. Not what I expected. Ich glaube, das hier ist ein ganz guter Platz, um Pause zu machen. Wir sehen uns, sage ich, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.